Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Diesmal gibt es einen Rückblick und eine Vorschau, was wir als nächstes machen werden. Also wir haben einen holprigen Anfang gehabt. Auf einem gefährlichen Planeten mussten uns erstmal unser Laser und alles freischalten, Schiff reparieren, etwas Ressourcen und Naniten besorgen. Haben dann eine kleine Hütte gebaut. Die Anomalie freigeschaltet haben wir bis jetzt. Dort haben wir uns alle Bauteile freigeschaltet. Konnten uns ein neues Schiff, das was wir jetzt haben, organisieren. Das steht auch unten. Wir haben Upgrades installiert in unserem Schiff und unserem Exo-Anzug und unserem Multitool. Haben schon einige Missionen, also ein paar wenige abgeschlossen. Und haben dann einen Frachter bekommen, einen schlechten. Hatten aber zum Glück einen besseren. Konnten schon uns eine Goldmine bauen. Und das ist jetzt alles, was wir schon geschafft haben. Als nächstes werden wir dann die Artemis-Mission erstmal komplett machen. Danach werden wir die Atlas-Mission angehen und komplett einmal machen. Und auf dem Weg, während wir die Atlas-Mission machen, immer in neue Systeme springen. Die ab und zu scannen, gucken, ob wir irgendwas Schönes finden. Nach neuen Schiffen Ausschau halten, dass wir irgendwann noch ein zweites oder ein drittes haben. Wir werden unser lebendes Schiff in Angriff nehmen. Dafür müssen wir aber erst ein paar Fregattenmissionen nebenbei machen, um die Traumantenne zu bekommen, mit der wir erst die Mission für das lebende Schiff starten können. Dann werden wir uns noch ein paar Fregatten holen. Ob normale oder dann lieber lebende Fregatten. Wir können uns ja am Anfang normale holen. Die kann man ja später entlassen. Und dann holen wir uns immer nach und nach lebende Fregatten. Wir werden das lebende Schiff auch noch ausbauen, upgraden. Noch die letzten Upgrades, die uns fehlen für unser Schiff oder Multitool, wenn wir noch eins finden auf irgendeiner Raumstation, das werden wir dann noch mitnehmen. Auf dem Weg mit den Atlas-Missionen und dem lebenden Schiff werden wir immer weiter zur Galaxie in die Mitte gelangen. Da haben wir ja noch einen Weg vor uns. Wir können ja mal ins All eben gehen. Und auf die Galaxiekarte schauen. So wie man rechts oben sehen kann. Entschuldigung, links oben sehen wir noch ganz am Anfang. Aber da wir jetzt gut Upgrades haben und auch einen guten Frachter, können wir schnell in die Mitte über die Missionen auch. Werden versuchen, das Ganze ins Zentrum. Auf dem Weg dahin werden wir noch eine Siedlung übernehmen. Die ganzen Nebenquests machen. Werden uns für uns alleine und unsere drei Angestellten, die wir uns auf dem Weg den Nebenmissionen bekommen, eine Basis bauen. Auf einem schönen Planeten, wenn wir einen finden. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und dann, wenn wir im Zentrum angekommen sind, werden wir in die nächsten Galaxien springen, also in die nächste. Und uns am Anfang immer einen Basiscomputer und etwas ganz Kleines hinstellen, ein paar Gebäude. Und dann mal gucken, dass wir mehrere Galaxien durchqueren. Das können wir ja dann bis dahin alle Missionen haben. Schneller machen mit unserem Frachter oder per Portal. Direkt so in die Nähe vom Zentrum.
Und gucken, dass wir ganz viele Galaxien aufdecken können und in jeder einen Basiscomputer stellen mit einem Portal. Und das Ende wird sein, wir gucken, ob wir, ich glaube, es gibt 42 Galaxien zurzeit, ob wir in alle so 42 Basen haben, in ganz kleine, in jeder Galaxie eine. Wenn wir irgendwo mal hin müssen und so, das gibt bestimmt auch noch gute Erfahrungen. Man sieht vielleicht ein paar andere Schiffe, also in anderen Farben. Kann man immer Ausschau halten, ob wir noch was Besseres finden vielleicht. Vielleicht auch die Planeten haben vielleicht andere Farben. Also das Gras, Lila habe ich schon gesehen, gibt's. Vielleicht gibt es noch andere Farben oder anders leuchtend. Das muss man einfach mal auf dem Weg sehen. Und das werden wir jetzt als nächstes alles machen. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und als erstes werden wir jetzt dann mit der Artemis-Mission starten. Die haben wir ja noch im Questlog. Nein, das ist falsch. Das ist hier. Geister in der Maschine. Ist das? Da müssen wir jetzt mit Apollo reden wegen Artemis. Da müssen wir kurz hier uns aber Personal holen. Ein Bauterminal. Das können wir irgendwo kurz hinstellen oder auf dem Frachter. Das müssen wir mal sehen gleich dann. Müssen wir uns einen Gag holen und dann können wir die Mission weitermachen und hier unten taucht dann einfach eine weitere Nebenmission auf. Wir haben auch noch die Piratennebenmissionen. Hier ist auch die mit der Siedlung. Werden wir nach und nach dann alle abarbeiten. Aber erst machen wir die Apollo, also Artemis. Dann Weg des Atlas. Okay. Dann wissen wir jetzt schon mal, was wir bisher gemacht haben und noch als nächstes dann machen werden. Wenn es euch gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren oder liken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge für die Artemis-Mission. Das war jetzt nur ein kleines Video, um mal zu sehen, was wir bis jetzt haben und noch machen müssen. Können wir hier noch einmal drauf schießen. Ah, ist ein sehr großer. Der gibt uns Gold. Wir haben ja auch eine zweite Waffe. Okay. Dann bis zum nächsten Mal erst.